S1, 2 und 3 Leitlinien. Empfehlung Grad A, B und 0. Willst du wissen, was das alles so bedeutet? Das Video ist für dich. Los geht's! Hallo Freunde, hier ist Madi von der AEW Welt. Schön, dass ihr da seid. Ich bin jede Woche überwältigt von den vielen, die vorbeikommen und sich die Videos anschauen und versuchen sich zu verbessern. Ich sage nur eins, ihr seid wirklich klasse. Macht's weiter, auch wenn es nicht bei dem Kanal. Versucht euch zu verbessern, arbeitet an euch jeden Tag ein Stückchen besser und dann wird es auch viel besser für euch und für eure Patienten. Das ist das Allerwichtigste. So, kommen wir direkt zum Thema heute. Und zwar kommt es immer wieder vor, gibt es eine Diskussion, du hast ja zwei Kollegen oder zwei Oberärzte, die sehr intensiv diskutieren über ein Thema. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Kochsalzgabe bei Traumapatienten. Ja? Der eine sagt, das geht ja gar nicht, das ist total raus. Der andere sagt, warum denn nicht, ist doch gut, das ist wunderbar. Beide sind kompetent, beide sind gut. Du sitzt da in der Mitte und denkst, wer hat dann recht? Du guckst dann da und suchst du dir eine Leitlinie, findest du dann auch. Du findest aber immer so vor der Leitlinie. Es steht irgendwas, S2E, S3 und so weiter. Und fragt man sich, was ist das denn? Was soll das bedeuten? Oder du findest in der Leitlinie verschiedene Sachen. Dann steht drauf, Empfehlung Grad A und manchmal 0. Was das alles so bedeutet, erfährst du hier in diesem Video. Diese Buchstaben, die repräsentieren die Entwicklungsstufen von Leitlinien. Es fängt bei S1. Das bedeutet, dass eine Gruppe von Experten sich zusammengesetzt und informell diese Leitlinie herausgegeben hat. Zum Beispiel die Therapie der malignen Hyperthermie. Das ist eine S1-Leitlinie. Die nächste Stufe ist dann die S2K. Und das ist eine Konsens, das formal ist. Also diese Gruppe von Experten hat eine formale Leitlinie herausgegeben. Zum Beispiel die S2K-Leitlinie der Anaphylaxie, Therapie und Management. Die nächste Stufe danach ist die Leitlinie, die schon eine Evidenzrecherche durchlebt hat. Das ist eine S2E-Leitlinie. Wie zum Beispiel, ich habe mir die Leitlinien hier aufgeschrieben, es gibt eine sehr große Liste von Leitlinien, reden wir danach drüber. Das ist wie zum Beispiel die SHT im Erwachsenenalter Leitlinie. Und dann die letzte Stufe, das ist die S3 Leitlinie. Das sind die Leitlinien, die durch alle Stufen, Entwicklungsstufen schon durch. Logik, Entscheidung und Outcome-Analyse, Bewertung der wissenschaftlichen Studien und auch eine regelmäßige Überprüfung. Das heißt, die S3-Leitlinien sind ziemlich gut. Die sind durch viele Stufen. Und die Empfehlungen, die da drin sind, sind wichtige Empfehlungen. Die haben aber verschiedene Grads. Das ist ja die nächste Frage. Du guckst und dann findest du hier immer rechts Empfehlung Grad A und B und 0 oder O. Was sollen dann diese Empfehlungen gerade bedeuten? Empfehlung Grad A heißt, soll gemacht werden. Ja? Das ist eine starke Empfehlung. B ist die nächste Stufe. Es sollte gemacht werden. Das ist nicht stark wie A, aber ist auch nicht so schlecht. Ja? Und dann die 0. Das ist eine kann-nicht-Empfehlung. Ja? Man kann es machen, muss man aber nicht. Nun, wir haben es jetzt alles durch. Wir fassen es nochmal zusammen. Diese Buchstaben sind die Entwicklungsstufen, es gibt 4 davon, die Empfehlungen gerade sind 3. Und warum habe ich dann über dieses Thema gesprochen? Weil es mir wirklich auf dem Herzen liegt. Bitte, wenn euch irgendwelche Thema interessiert und ihr seid unsicher, welche Meinung da zu nehmen, dann geht bitte auf die Webseite von der AWMF. Ich verlinke es euch hier in der Beschreibung. Arbeit, Gemeinschaft der wissenschaftlichen, medizinischen Fachgesellschaften. Da findet ihr jede Menge Leitlinien. Und jetzt wisst ihr auch, was ist der Unterschied zwischen S1 und S3 Leitlinie. Und da könnt ihr auch gucken. Dann seid ihr auch sicherer im Alltag, in den Diskussionen auch mit den Kollegen. Und weiß man auch zum Beispiel, das ist jetzt eine S1-Leitlinie, es dauert noch ein bisschen. Das ist jetzt, hier ist es okay, dass man auf seine Erfahrung zurückgreift oder auf die Erfahrung von den Kollegen, weil das ist auch Erfahrung. Bei S3,
muss man halt, wenn es eine Empfehlung Grad A, da muss man ein bisschen die Augen öffnen und dieser Empfehlung halt folgen, meiner Meinung nach. Wenn ihr aber anderer Meinung seid, dann schreibt es mir bitte in den Kommentaren, wie auch immer, diskutiere, kommentiere und komm unbedingt in unsere Gruppe. Wir haben eine Gruppe, wir bauen eine Gruppe für Assistenzärzte. Wir wollen, dass wir eine größere Gruppe werden, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir auch medizinisches Wissen teilen, dass wir alle besser werden. So, das war es von mir heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen, viel Spaß bei der Arbeit und bis nächste Woche. Tschüss!